Tatort Nord Stream. Was ist hier wirklich geschehen? Hallo meine Lieben, du weißt, über diese Thematik und natürlich ganz viele anderen halte ich dich immer auf dem Laufenden. Von daher, wenn du neu auf dem Kanal bist, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke. Und dieses Thema ist auch ein Thema gewesen beim Interview mit Markus Krall. Und er hat dazu seine spezielle Meinung. Und als allererstes hören wir mal an, was er dazu sagen hat. Also, um ehrlich zu sein, bin ich nicht überzeugt, dass alles, was uns da erzählt wird, wir haben ja da schon unterschiedlichste Theorien gehört, von Segelbooten die Oma. Und dass man Putins AfD-Ausweis noch nicht an der Pipeline gefunden hat, ist ja alles, ja. Also darauf warte ich ja noch, dass sie uns den auch noch servieren, ja. Oder ein 6-Zentimeter-Messer, was Frau Nancy Faeser vielleicht aus dem Boot gefallen ist, ich weiß es nicht. Also das ist ja, was uns da an Geschichten erzählt wird, was wir alles nicht nachvollziehen, nachkontrollieren können. Ich bin nicht mehr geneigt, egal was die uns sagen, dem zu glauben. Bisher war es ausweislich der Tatsache, dass die Story sich ja alle halbe Jahr ändert, ausnahmslos Bullshit. Ausnahmslos Bullshit. Ja, verzeihen Sie mir den Ausdruck, Frau Rieger, aber manchmal muss es etwas lutherisch zugehen und etwas deftiger. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika hier involviert sind, dass sie möglicherweise auch ukrainische Ressourcen in Anspruch genommen haben, um die Ukraine einzubinden. Aber die Ukraine ist nach meiner Überzeugung technisch gar nicht in der Lage, das durchzuführen. Ja, sie ist höchstens technisch in der Lage, da mitzumachen und dann auch 1-2 Leute zu schicken, die eine Tauchausbildung haben. Denn man muss ja mal eins sehen. Diese Pipeline an der Stelle, wo die zerstört wurde, die liegt in fast 100 Metern Tiefe. Jeder, der mal eine auch nur Amateur-Tauchausbildung gemacht hat, der weiß, dass bei 35 Meter Sense ist. Also eigentlich bei 30 Meter soll man mit normalen komprimierten Luftflaschen nicht mehr weitergehen, weil sonst die Stickstoffsättigung des Blutes so groß wird, dass man die Taucherkrankheit kriegt und die Kontrolle über seine Handlungen verliert, was lebensgefährlich ist beim Tauchen. Ja. Und jetzt erzählen die uns also, in 100 Meter Tiefe haben die da was angebracht. Das heißt also, da muss man sich erstmal drüber im Klaren sein, dass man da Spezialausrüstung dafür braucht. Dass man das allererst, um da runterzukommen. Und man muss da runter, weil man kann es nicht von oben machen. Ja, man kann es nicht so da runterlassen, man sieht ja nichts. Das ist also ganz und gar ausgeschlossen, dass man das von oben macht. Das heißt, man muss da runter, man braucht Spezialausrüstung, man braucht entsprechende Spezialgase, die dann veratmet werden. Man braucht Dekompressionskammern, man braucht eine relativ lange Aufstiegszeit. Also Abstiegszeit geht schnell, aber Aufstiegszeit braucht man relativ lange. Das heißt, man braucht eine enorme Infrastruktur. Dann braucht man die entsprechenden Sprengstoffe und davon auch nicht zu wenig. Ja? Denn was ich gehört habe, ist ja, dass die Pipeline auf einer sehr großen Länge, rede ich von mehreren hundert Metern, in den Schlamm gedrückt ist. Dafür braucht man schon einen gewaltigen Energieaufwand, um das zu leisten. Ja, das geht auch nicht mit einem Judo-Furz. Ja. Das ganze Ding ist infrastrukturell so aufwendig, dass nicht so viele in Frage kommen, die das können. Also und ohne Wissen und Zutun der Vereinigten Staaten schon gleich gar nicht. Und Herr Biden hat es ja auch angekündigt. Ja, we'll have the means, hat er gesagt. We have the means, wir haben die Mittel. Ja, Nord Stream wird zerstört werden, hat er gesagt. Also auch auf die Frage, wie das denn ist, weil es doch im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist. Also ohne die Amerikaner ist es nicht möglich. Zweitens, ohne Wissen und Zustimmung der Bundesregierung halte ich es auch für ganz komplett unmöglich. Und zwar deswegen, weil die Ostsee das bestüberwachte Meer auf dem ganzen Planeten ist. Ja, dass da eine Operation dieser Größe durchgeführt werden kann, ohne dass die Bundesregierung das mitkriegt, das halte ich für, naja gut, also technisch gesehen halte ich es für unmöglich. Kognitiv, intellektuell halte ich es schon für möglich, weil die sind ja, wie soll ich sagen, was die Denkkapazitäten angeht, auch auf anderen Gebieten so lost, dass man fast nicht mehr weiß, was man noch ausschließen soll. Aber nach menschlichem Ermessen würde ich sagen, zumindest mal auf dem Beamtenlevel, da sind sie noch nicht alle komplett verrottet im Kopf, da haben sie es mitgekriegt. Und wenn sie es da mitgekriegt haben, dann muss auch die Bundesregierung was gewusst haben, dass da was kommt. Und unternommen haben sie genau nichts. Und da passt ja auch
Da passen ja auch Kommentare rein, wie von Herrn Kiesewetter, ja, der dann sich hinstellt und sagt, ja, die Sprengung der Pipeline war doch in unserem Interesse. Das muss man sich mal geben. Die wichtigste Energieinfrastruktur des Landes wird uns unter dem Hintern weggesprengt, was dazu führt, dass wir den Amerikanern zum vierfachen Preis ihr Gas abkaufen müssen, was wiederum dazu führt, dass wir unsere ganze gasbetriebene Industrie in Deutschland nicht mehr betreiben können, was den Deindustrialisierungsprozess im Land beschleunigt, den Abwanderungsprozess der Industrie auch in die Vereinigten Staaten zum Nutzen der Vereinigten Staaten beschleunigt. Ja, und all das wird ausgeblendet bei der Diskussion um die Frage, wer trägt denn da die Verantwortung? Ich glaube, dass die Bundesregierung Bescheid wusste oder zumindest hätte Bescheid wissen müssen. Ich glaube auch, dass es sich hier nach Sachlage um ein verräterisches, also im strafrechtlichen Sinne verräterisches Unterfangen gehandelt hat. Und das ist auch der Grund, warum die Bundesregierung nichts dazu veröffentlicht, mit der Aussage, dass die Veröffentlichung von solchen Informationen staatswohlgefährdend sei. Ich sage, es ist nicht staatswohlgefährdend, es ist nur regierungswohlgefährdend. Denn Staat und Regierung sind zweierlei verschiedene Dinge, auch wenn die meisten Menschen glauben, dass das Synonyme seien. Das ist mitnichten der Fall. Der Staat wird vom Souverän getragen, nämlich dem Volk, und die Regierung ist nur eine Institution, die der Souverän sich gibt, um ihr für sie Aufgaben zu erledigen. Mit anderen Worten, die sind unsere Angestellten. Wenn die ein verräterisches Unterfangen gegen die Interessen des Souveräns durchführen oder es auch nur dulden in dieser Weise, dann sind sie zur Verantwortung zu ziehen. Aber das ist ja nicht das einzige Gebiet, wo diese Regierung in einem, wie soll ich mich ausdrücken, Konflikt steht mit strafrechtlichen Normen, die immer noch Gültigkeit haben. Und nun machen sich natürlich immer mehr Medien auch ihre Gedanken, was man dazu jetzt schreiben könnte. Denn lange Zeit hieß es ja, dass es hier keine Informationen gibt und es hat auch niemanden interessiert, bis der Artikel veröffentlicht wurde von Seymour Hersh, wo daraufhin dann ganz, ganz viele andere Artikel aufgeploppt sind, so nach dem Motto, nein, nein, die USA hat nichts damit zu tun, nein, nein, die USA war es nicht, wir wissen zwar nicht, aber das wissen wir definitiv. Erinnere dich daran und merke, wie stark man manipuliert wird. Jedenfalls habt ihr BR24, Tatort Nord Stream, was wusste Zelensky? Wer hat die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 im September 2022 gesprengt? Er sagt, diese Frage, oder Sie sagen, diese Frage macht vielen Krimis Konkurrenz. Und das sage ich dir ja auch immer wieder, unser Krimi geht weiter. Denn dann kommt immer wieder irgendwas raus, wo du dir denkst, so, ja genau, das war es auf jeden Fall gewesen. Wie eben Markus Krall auch gesagt hat und das schön beschrieben hat, wie schwierig das eigentlich ist und wie heftig uns dann eigentlich erklärt wurde, was das alles sein könnte. Der Generalbundesanwalt hat einen europäischen Haftbefehl gegen einen Ukrainer erlassen. Zufälligerweise mit dem sehr ähnlichen Namen wie der ukrainische Präsident. Soll das uns auch irgendetwas zeigen? Oder sind wir jetzt viel zu paranoid geworden? Oh ja. Indizien zufolge könnte er mit einer pro-ukrainischen Gruppierung hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines stecken. Im Juni soll sich der Tatverdächtige in Polen aufgehalten haben. Und nun wird Polen mehr und mehr hier auch rein verwickelt, dass Polen kein Interesse der Auslieferung hatte. Also haben sie hier auch was damit zu tun. Wie gesagt, das ist so wie so ein Sherlock-Holmes-Fall. Doch die polnischen Behörden haben ihn bis zu seiner Ausreise nicht festgenommen. Mittlerweile soll sich der Tatverdächtige in der Ukraine aufhalten. Für Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck, oh Gott sei Dank haben sie immer wieder so Experten, ist klar, dass Polen nicht an der Aufklärung interessiert ist, besonders wenn die Ukraine als potenzieller Täter in Frage kommt. Denn Polen ist doch für die Unterstützung der Ukraine und nicht, dass dann die Ukraine nicht mehr unterstützt wird. Könnte das sein? Nein, definitiv nicht, denn da hat doch Deutschland auch gar kein Interesse daran. Aber jetzt pass auf, Polen gehört seit jeher zu den stärksten Kritikern der Nord Stream-Verbindung. Sie wollten das auch nicht haben, also sind sie vielleicht Mittäter. Gemeinsam mit anderen osteuropäischen und westlichen Staaten hat Polen vor den geopolitischen Folgen einer Umgehung Osteuropas gewarnt. Sie fürchteten, dass diese direkte Pipeline zwischen Russland und Zentraleuropa einem imperialistischen Angriff Russlands auf Osteuropa wahrscheinlicher macht. Hatten Sie hier sogar recht? Oder haben Sie das gemacht, um zu zeigen, wir haben recht? Also du siehst, dieser Krimi-Fall, der wird immer mehr ausgeweitet, damit du am Ende eigentlich gar nichts mehr raffst und dann kommt irgendwas dann noch raus oder vielleicht auch gar nichts und dann so, ah, das war eh so kompliziert und so weiter. Hauptsache keine Verbindung zu USA, außer, dass sie
alle gewarnt haben. Sie haben das abgehört, weil langsam macht das keinen Sinn, dass genau dieser Raum, wo das passiert ist, der bestüberwachteste Raum auf der ganzen Welt ist. Und trotzdem wusste natürlich keiner Bescheid. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also wusste die USA dann doch Bescheid. Und sie haben natürlich alle gewarnt. Aber keiner wollte hören. Selbst Deutschland nicht. Wusste also Scholz auch Bescheid. Klar wussten die alle Bescheid. Meiner Meinung natürlich. Für den Politikprofessor Thomas Jäger, noch ein Experte, Gott sei Dank, hat schon allein die Debatte um eine mögliche Täterschaft Kiews das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Natürlich! Warum denn? Man unterstützt jemanden, scheinbar einen Freund, der dann sozusagen deine Pipeline kaputt macht. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Ukraine sagt, hallo, wir haben nichts damit zu tun. Aber hier wird auch Selenskyj in die Schranken gewiesen und gesagt, mein Freundchen, du bist so schnell absolut unten durch und es ist auch noch gerechtfertigt, dass ich dich nicht mehr unterstütze. Also pass auf, was du hierbei machst. Und weißt du was? Man frage sich, naja, wer war der Profiteur von der ganzen Sache? Das ist doch eine berechtigte Frage. Warte mal kurz. Deutschland, jetzt einfach mal Deutschland, wurde in eine Energiekrise gestürzt. Sehr viele andere Länder auch. Bleiben jetzt einfach mal bei Deutschland. Wurde also in eine Energiekrise gestürzt. Als Folge, schauen wir uns gleich noch an, ich habe ganz, ganz viele Berichte noch für dich, haben wir die Verwerfung der Wirtschaft. Wir sind jetzt gerade in der Rezession. Deutschland schneidet international absolut schlecht ab, ist teilweise auf dem letzten Platz. Das ist definitiv eine Folge. Aber warte mal, man ist jetzt endlich mal frei und die Grünen, die applaudieren, wollen das nie wieder haben, vom russischen Gas. Puh, das ist ja schon mal gut. Aber warte mal, hat man sich dann nicht wieder absolut abhängig gemacht, zum Beispiel vom Flüssiggas der USA? Sehr teuer, wird mit Riesendampfern rübergeschippert, aber das ist alles okay und umwelttechnisch auch viel besser als das boshafte Gas aus Russland zum Beispiel. Die Folgen dahingehend, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, ich habe dir ja gesagt, ich habe ein paar Sachen für dich hier abgesnippt, aktueller Artikel, viele europäische Tech-Firmen wandern in die USA ab. Was? Denn kurzerhand danach, nachdem das passiert ist und man gemerkt hat, warte mal, die Preise in Deutschland, die schellen nur so hoch, hat die USA die Firmen aus Deutschland abgeworben. Auch wie gesagt, aus anderen Ländern, aber abgeworben. Sie haben gesagt, hey, bei uns sieht es viel besser aus. Okay, wow, sollte das ein Freund machen? Freund und Helfer, der das so gemacht hat? Startups und Börsen fordern in einem Brandbrief an die EU-Finanzminister, den Kapitalmarkt zu stärken. In Deutschland sorgt eine gestrichene Passage in einem Gesetzesentwurf für Unmut. Kann es sein, dass alle miteinander zusammenarbeiten und das absolut irgendwie korrupt ist? Nein, hallo? Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit, Privatsphäre, Datenschutz. Alles, was hier gesagt wird und dementsprechend glaube das auch so. Viele der Firmen mit dem höchsten Wachstumspotenzial in Europa haben zuletzt einen Bogen um europäische Börsen gemacht. Kann das sein? Das geht doch schon mal überhaupt nicht. Die deutsche Börse, die Mehrländerbörse Euronext und die Tech-Wirtschaftsverbände in Deutschland und Frankreich wenden sich deshalb nun in einem Brandbrief an die EU-Finanzminister und EU-Kommission, denn sie sagen, die Situation ist absolut alarmierend. Tut hier irgendjemand irgendetwas? Aber wenn alles natürlich geplant ist und genauso gewollt ist, dann ist das ja nicht alarmierend, sondern gut, dass das so passiert, denn so wollte man es ja definitiv. Im Jahr 2021 allein habe es in Amerika mehr Tech-Börsengänge gegeben als in Europa von 2015 bis 2023. Seit 2018 seien rund 50 in Europa gegründete Firmen in den USA an die Börse gegangen. Börsengänge außerhalb Deutschlands und Europas führen zu einem Verlust an Wertschöpfung bei uns und schwächen unseren Wirtschaftsstandort. Aktuell überlegt laut Finanzkreisen unter anderem das Berliner Fintech Raisin, ob es lieber in Frankfurt oder New York seinen Initial Public Offering, also das IPO, organisieren möchte. Ja, da kannst du dir vorstellen, dass sie es auf jeden Fall in Deutschland machen werden, denn warum auch immer man es machen sollte. Und jetzt pass auf, hier das nächste. Deutschland, einst globaler Spitzenreiter in Schlüsselindustrien wie Automobil, Chemie, Maschinenbau, sieht sich endgültig mit dem Zerfall seiner Wirtschaftskraft konfrontiert. Spätestens mit der Aufgabe der Beschäftigungsgarantien durch VW wurde die Dramatik sichtbar. Du siehst, dass es mehr und mehr Verwerfungen gibt, dahingehend. Wir sprechen hier tagtäglich von irgendwelchen Unternehmen, die pleite gehen, der Mittelstand, der sowieso ruiniert wird oder werden soll, sagen wir es mal so, und die Großkonzerne, die Industrien, die dann abwandern.
Da frage man sich, wie sieht die Zukunft aus? Und all das hat meiner Meinung nach, ich würde nicht sagen begonnen mit dem, sondern vorher hast du ja auch die Migrationskrise beobachten können. Aber das hat natürlich das Land in eine absolute Energiekrise konfrontiert. Aber es waren natürlich grundsätzlich ganz viele Entscheidungen. Es war nicht einfach so. Was jetzt natürlich der Ukraine angehaftet wird und was sehr, sehr zweifelhaft ist, ist eben auch eine ich sage mal, verworrene Sache in diesem Krimi Nord Stream. Und ich finde das absolut heikel, denn im Grunde interessiert es sehr wenig Menschen, was da passiert ist. Man lauscht dann einfach gebannt, teilweise, also auch schon inzwischen sehr wenig Menschen, die den Grünen da an der Zunge hängen und sagen, ja, wir haben das richtig gut gemacht, diese Krise, wo wir auch nichts dafür konnten und das haben wir schon gut gemeistert. Mehr und mehr Menschen merken es, aber das heißt nicht, dass die Aufarbeitung von solchen Fällen dann auch vonstatten geht. Aber sie merken wenigstens, dass jetzt gerade irgendetwas faul ist. Und deswegen teile solche Inhalte sehr gerne, dass die Menschen einfach merken, in der Vergangenheit ist sehr, sehr viel schiefgelaufen und natürlich noch viel, viel weiter zurück ist auch sehr viel schiefgelaufen, denn die Geschichte wird ja schließlich von den Gewinnern geschrieben und so hat sich das definitiv in sehr, sehr vielen Fällen nicht abgespielt. Und das sollte uns definitiv interessieren, dass wir wissen, wem wir eigentlich vertrauen können und wem nicht. Und was jetzt gerade passiert, ist absolutes Leid für viele Menschen. Also können wir dem, was jetzt passiert, definitiv nicht trauen. Teile gerne das Video, schreibe mir in die Kommentare, was du davon hältst und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!